sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Essener Derby zwischen Mittelweg Schwarz-Weiß-Essen, Oberligist Jahrhundert und MSC Rot-Weiß-Essen, gegenwärtiges im Stadion Essen-Spiel. Der besondere Gruß geht auch der internationalen Trainerlegende Otto Rehhagel, nur er ist euch nicht nehmen, wie es auch heute hier am Rückruf sein. Herzlich willkommen. Mit der Nummer 2, Jan Schöttenmeier, die Nummer 4, Dennis Malura, die Nummer 8, Daniel Wittnarski, die Nummer 10, Kai Kröger. Das ist nicht so viel hier im Schatten aus. Schwarz-Weiß in der 16. Spielminute, Torschütze mit der Nummer 6, Robin Fechner. In der 39. Minute das 1:1 Torschütze für Rot-Weiß Essen mit der Nummer 4 Dennis Malura. Halbzeitstand DTB Schwarz-Weiß gegen Rot-Weiß Essen 1:1. Mit der Nummer
5 Girolamo Tomasello. Und für die Nummer 15 Dani Walkenbach. Nun mit der Nummer 20 Ribene Guanguata. Und in den Ehren Capulat mit der Nummer 19. In der 69. Minute das 2:1 der Spieler mit der Nummer 3. In der 75. Minute erzielt Benjamin Meyer per Foul-Elfmeter das 3:1 für Rot-Weiß Essen.
Im Essener Derby besiegt der SC Rot-Weiß den ETB Schwarz-Weiß mit 3:1. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren. Herr Lehmann, Ergebnis okay oder hätte es höher ausfallen müssen? Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, Ergebnis ist okay. Weil letztendlich die beiden ersten Tore, die wir machen, schon irgendwo der Gegner uns ein bisschen geholfen hat. Und dann denke ich, davon hat man noch andere ganz gute Möglichkeiten. Mit dem Spiel bin ich nicht unzufrieden, gerade in der ersten Halbzeit. Ich finde, Essen hat es nochmal besser gespielt als in der zweiten Halbzeit. Hinten raus war auch klar, dass wir normalerweise, weil wir auch viel gewechselt haben zur Halbzeit, auch bei uns noch draußen hatten, dann schon wahrscheinlich überlegener sein werden. Waren wir auch. Keiner hat sich verletzt, ernsthaft. Das ist für mich jetzt auch wichtig. Wir sind jetzt 11 Tage vor dem Saisonstart. Haben mehr oder weniger alle Leute jetzt dabei. Das ist schon mal ganz gut und ich soll was rund um die Dinge haben. Prima, danke. Egal, wenn man verliert, ist man natürlich immer unzufrieden, auch wenn es gegen den großen Nachbarn ging. Natürlich, ich will mich nicht von vornherein schon entschuldigen, aber jeder weiß, wir sind gut 10 Tage dran und wir haben eine völlig neu formierte Truppe. Und da muss man natürlich erstmal sehen, wie was zusammenpasst, wer spielt auf welcher Position und wie auch immer. Erste Halbzeit haben wir aus meiner Sicht richtig gut gespielt. Das Tor war ja ein Eigentor, das brauchte wirklich nicht sein. Und wir haben gut die Räume zugemacht, wir haben umgeschaltet. Natürlich hat Essen weit mehr Spielanteile gehabt, aber wir waren auch immer in der Lage, uns hier und da mal zu befreien, haben ein paar Eckbälle gehabt. Letztendlich ist einer dann auch hat zum 1:0 geführt. Natürlich hat man schon in der ersten Halbzeit gesehen, dass der eine oder andere noch nicht so weit ist. Das ist aber auch klar, wenn man 10 Tage dran ist. Und dann sind wir ja gerade in der Phase, wo Kraft- und Schnelligkeitsausdauer trainiert werden. Da können wir natürlich auch keine Rücksicht nehmen. Zweite Halbzeit sind wir dann eigentlich ein bisschen besser wieder angefangen. Und dann in der Schlussphase, in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten, muss man natürlich entschuldigen, da haben wir natürlich auf Ergebnis gespielt, weil wir völlig platt waren, weil natürlich auch zum Beispiel 2 Ei-Jungs-Spieler ganz zum Schluss nochmal reingekommen sind. Erstmal möchte ich den Jungs halt nicht vermiesen, einmal die Chance zu bekommen, gegen Rot-Weiß Essen aufzulaufen, wenn das Stadion schon mal voll ist, und also für unser Verhältnis. Und jeder sollte mal spielen, und letztendlich bin ich natürlich auch noch nicht so weit, dass ich genau sagen kann, wer wo spielt. Und auch hätte natürlich nicht unseren Capitano rausgenommen, aber auch da war wichtig für mich zu sehen, wie Gino Tomaselli sich zeigt gegen eine starke Mannschaft. Ich habe im letzten Spiel gegen die Bezirksligamannschaft ganz stark gesehen und das wollte ich heute mal gegen Essen ausprobieren. Für mich hat er eine gute Partie gemacht, auch wenn wir 2 Gegentore in der zweiten Halbzeit bekommen haben. Das Ergebnis geht völlig in Ordnung, das ist natürlich klar, wenngleich die Tore sehr, sehr unglücklich gefallen sind. Ich denke mal, die ersten beiden sowieso. Das erste haben wir selber gemacht, der zweite haben wir auch irgendwie einen angeschossen. Und das dritte, da sind wir aber auch bei all den Standards, die Essen hatte, sind wir gar nicht mitgelaufen. Wir sind nur am 16er stehen geblieben und die haben über uns gechippt und wir sind gar nicht mitgelaufen. Das sind natürlich alles Abstimmungsprobleme, dann war der Kapitän noch nicht drauf, der wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen. Aber nichtsdestotrotz bin ich zufrieden. Ich glaube, man kann sehen, dass wir eine völlig andere Mannschaft haben. Dass wir eine Mannschaft haben mit Tempo und mit Mentalität. Und deswegen arbeiten wir jetzt fleißig und dann hoffe ich, dass wir gegen Bocholt in der Lage sind, 90 Minuten zu fighten. Dankeschön. Danke. So. Ihnen wünsche ich einen angenehmen Nachhauseweg, gefahrlos und noch einen schönen Abend, wo auch immer der sein soll. Danke, tschüss. Home for the